In diesem Erklärvideo geht es um Possessive Pronouns, also Possessivpronomen in der englischen Sprache und auch um Possessivbegleiter und was der Unterschied zwischen den beiden ist. Was ist jetzt also der Unterschied zwischen einem Possessivbegleiter, Possessive Determiner, und einem Possessivpronomen, also Possessive Pronoun? Schauen wir uns das an. Das sind Possessivbegleiter. My, your, his, her, its, our, your oder their. Das hingegen sind Possessivpronomen. Mine, yours, his, hers, ours, yours oder theirs. Ein Beispielsatz. This is my cat. That is our dog. Das ist meine Katze, das ist unser Hund. Hier ist das my und das our sind Possessivbegleiter. Possessivbegleiter werden immer von einem Nomen gefolgt. Also ein Possessivbegleiter kann nicht alleine stehen. Hier haben wir den Possessivbegleiter my und our und dann das Nomen cat und dog. Wir sehen also, dass der Possessivbegleiter von einem Nomen gefolgt werden muss. Nach dem Possessivbegleiter muss ein Nomen kommen, zwingend. Beim Possessivpronomen ist es anders. Hier haben wir die Beispielsätze: Is this your cat? Yes, it's mine. That is our dog. No, it's ours. Ist das deine Katze? Ja, es ist meine. Das ist unser Hund. Nein, es ist unserer. Wir sehen, Possessivpronomen brauchen kein nachfolgendes Nomen, denn Possessivpronomen können einen Possessivbegleiter und das Nomen ersetzen, wenn es klar ist, welches Nomen gemeint wird. Also wir haben den Satz, is this your cat? Ist das deine Katze? Wir wissen, es geht hier um die Katze, deshalb kann man sagen, yes, it's mine. Und wir können das Possessivpronomen benutzen. Wir müssen nicht wieder sagen, yes, it's my cat. Das gleiche beim Hund, that is our dog. Wir wissen, es geht um unseren Hund, deshalb können wir sagen, no, it's ours. Und wir wissen, es geht um den Hund. Nochmals einige Beispiele. Ein Possessivbegleiter ist my car is white, mein Auto ist weiß. Und ein Possessivpronomen hingegen wäre the white car is mine. Your coat is blue. Ein Possessivbegleiter. The blue coat is yours. Das wäre das Possessivpronomen. His, her car is in the garage. Sein oder ihr Auto ist in der Garage. Und mit dem Possessivpronomen wäre der Satz The car in the garage is his oder the car in the garage is hers. Das Auto in der Garage gehört ihr oder ihm oder ist seins, ist ihres, wortwörtlich übersetzt. Our house is bigger than David's. Unser Haus ist größer als das von David. David's house is big, but ours is bigger. Davids Haus ist groß, aber unser Haus ist größer. Hier sehen wir wieder, dass beim Possessivpronomen haben wir das Nomen nicht. Es ersetzt das Nomen und den Possessivbegleiter. Wir wissen aber, dass das Haus sich auf das Haus bezieht, weil es ja vorher im Satz schon genannt wurde. Their house is on the left. Ihr Haus ist links. Auf der linken Seite. The house on the left is theirs. Brauchen wir hier einen Possessivbegleiter oder ein Possessivpronomen? This is my favorite song. Which one is yours? Das ist mein Lieblingslied. Wie ist dein Lieblingslied oder wie ist deins? Im ersten Satz haben wir hier einen Possessivbegleiter, denn das my begleitet ja das favorite song, also das Nomen oder das Song. Im zweiten Satz hingegen haben wir ein Possessivpronomen, denn es ersetzt ja den Possessivbegleiter und das Nomen.
Which one is yours? I got these binoculars for my birthday. What did you get for yours? Ich habe dieses Fernglas auf meinen Geburtstag gekriegt. Was hast du auf deinen gekriegt? Hier wieder gleich wie vorher. Im ersten Satz haben wir einen Possessivbegleiter. Er begleitet das Nomen Birthday, Geburtstag. Und im zweiten Satz haben wir dann ein Possessivpronomen. What did you get for yours? Wir könnten auch sagen, what did you get for your birthday? Dann würden wir mit einem Possessivbegleiter und einem Nomen arbeiten. Aber wir können das auch ersetzen, einfach mit yours. Wir wissen ja trotzdem, dass vom Geburtstag gesprochen wird. How do you like your lemonade? It's very tasty. And how is yours? Hier haben wir auch wieder im ersten Satz einen Possessivbegleiter. Wie magst du deine Limonade? Der Begleiter modifiziert das Nomen Limonade. Und dann im zweiten Satz brauchen wir nur noch das Possessivpronomen. Es ist sehr lecker. Und wie ist deine? Wir wissen, es handelt sich um die Limonade. Hier sollen wir die Sätze übersetzen. Mein Auto ist schneller als das eurige. My car is faster than yours. Das my ist ein Possessivbegleiter. Es begleitet das Nomen car, Auto. Und das yours ist dann ein Possessivpronomen, denn es steht für dein Auto, your car. Unser Lehrer ist besser als der deinige. Our teacher is better than yours. Hier wieder, das our ist ein Possessivbegleiter und das yours ein Possessivpronomen. Sein Sohn ist intelligenter als der ihrige. His son is more intelligent than hers. His son, hier haben wir einen Possessivbegleiter, sein Sohn. Und dann hers ist ein Possessivpronomen und steht für her son. Aber wir brauchen das son nicht noch einmal, denn wir wissen ja, dass es sich um ihren Sohn handelt. Kates Busfahrt dauert länger als seine. Kates bus ride takes longer than his. Hier haben wir nur ein Possessivpronomen. His bus ride, das kann man einfach mit dem Possessivpronomen his beschreiben. Dein Drink schmeckt besser als unserer. Your drink tastes better than ours. Your ist ein Possessivbegleiter. Es begleitet das Nomen drink. Und ours ist dann ein Possessivpronomen unserer. Ihre Reise war teurer als eure. Ihre im Plural. Their trip was more expensive than yours. Their ist wieder ein Possessivbegleiter. Ihre Reise. Und yours ist dann wieder ein Possessivpronomen. Es ersetzt eure Reise und steht für eure. Brauchen wir hier einen Possessivbegleiter oder ein Possessivpronomen? My husband sometimes says you're mine. Mein Ehemann sagt manchmal, du bist meins. Der erste Satz, da braucht es einen Possessivbegleiter, denn der begleitet ja das Nomen husband, Ehemann. Beim zweiten Satz hingegen braucht es nur ein Possessivpronomen, you're mine. Du bist meins. Our cat doesn't like the food we feed her. What about yours? Unsere Katze mag das Essen, das wir ihr füttern, nicht. Wie steht's mit deiner? Hier wird auch im ersten Satz ein Possessivbegleiter benötigt. Unsere Katze bezieht sich auf das Nomen Katze. Und im zweiten Satz hingegen brauchen wir ein Possessivpronomen, denn wir wissen ja, es handelt sich um das Nomen Katze. We'll spend our next vacation in Paris. What about her? Where will she spend hers? Wir werden unsere nächsten Ferien in Paris verbringen.
Wie sieht's mit ihr aus? Wo wird sie ihre verbringen? Hier haben wir auch im ersten Satz, brauchen wir einen Possessivbegleiter, der das Nomen next vacation, also oder vacation, Ferien begleitet. Und dann im zweiten Satz wissen wir bereits, es handelt sich um Ferien, um das Nomen Ferien. Deshalb kann man sagen, where will she spend hers? Wo wird sie ihre verbringen? Wir müssen nicht nochmals sagen, where will she spend her holidays or her vacation. Our teacher is excellent at explaining English grammar. What about yours? Unser Lehrer ist exzellent im Erklären von englischer Grammatik. Wie sieht's mit deinem aus? Hier haben wir wieder im ersten Satz den Possessivbegleiter our teacher, unser Lehrer, und im zweiten Satz dann das Possessivpronomen yours. My parents often go out on the weekend. What about Sarah's? Hers prefer to stay at home. Meine Eltern gehen oft am Wochenende aus. Was ist mit Sarah's? Also Sarah's Eltern. Sie bleiben lieber zu Hause. Oder ihre Eltern bleiben lieber zu Hause. Hier haben wir im ersten Satz einen Possessivbegleiter, my parents, meine Eltern. Und dann im zweiten Satz das Possessivpronomen hers, das für ihre Eltern steht. Möchtest du noch mehr Übungen zu diesem Thema machen? Dann schau auf schularena.com vorbei, denn dort gibt es ganz viele Vertiefungsübungen zu diesem und auch zu vielen anderen Grammatikthemen.